Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Schiffssimulator. Die Seenotretter. Vormann Leis hier. Wollen einen Notfall melden. Hermann Marwede, Sündgen, wir hören. Die Segeljacht La Vita hat auf UKW-Kanal 16 gemeldet, dass das Schiff nach Grundberührung stark Wasser macht. Es wird dringend Hilfe benötigt. Könnt ihr kommen? Wie lautet die Position? Ich habe leider keine Positionsangabe. Wir vermuten sie zwischen Skidgard und Helgoland. Das ist keine gute Grundlage, aber wir machen uns auf den Weg. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Schiffssimulator, die Seenotretter. Ihr habt es gerade gehört, La Vita macht viel Wasser. Das mache ich auch, wenn ich viel Bier getrunken habe. So ab 3 Liter Bier mache ich auch sehr viel Wasser. Und jetzt suchen wir erstmal, ne? Ich habe ein bisschen Pause gemacht zwischen der letzten Folge und dieser hier jetzt. Deswegen muss ich gerade erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden. Moment, wie war das nochmal mit dem lustigen Radar hier? Ich glaube, ich schwimme mal hier rum. Okay, da haben wir ein größeres Suchgebiet. Alles klar. Wir haben keine genaue Positionsangabe. Das Nusshörnchen muss also wirklich suchen. Das Nusshörnchen bin ich. Ich habe ja ein Orientierungssinn wie ein Nusshörnchen, sage ich immer. Deswegen mal gucken, ob wir die wasserlassende La Vita finden. So, jetzt kann ich hier gerade noch mal ein bisschen auf Tempo machen, ne? Zweifach. Das regt mir ein bisschen auf. Warum ist jetzt zweimal klicken, dass das vierfach wird? Gibt es bestimmt einen Trick. Und ich kenne ihn wieder nicht. So, also wir hoppeln über die See. Ich muss mal gerade wieder gucken, was waren das wieder mit den Kameraperspektiven. Ja, genau. Das war die Schöne hier. Da wird einem so richtig schlecht. Das Blöde ist eben, wenn man so schnell fährt, kann man vielleicht nicht so gut gucken. Und da fällt mir noch was anderes ein. So kann man viel besser gucken, weil so kann man sich nämlich auch nach links und rechts umgucken. Das ist doch ein bisschen schlauer, Herr Frenkel. Mittlerweile weiß ich auch, das Grüne ist ein Suchgebiet. Also wenn wir da rausfahren, brauchen wir gar nicht weiter suchen. Frenkel. Ach, da ist ein Punkt. Ein Punkt auf dem grünen Dingsbums. Eine grüne Dartscheibe. Hermann Marwede, wir beginnen mit der Suche nach La Vita. Einverstanden. Entscheidet selbst, wie ihr suchen möchtet. So weit kann die ja nicht sein. Bitte denkt daran, innerhalb der nächsten Stunden sollen Sturmböen aufziehen. Die können bis morgen möglicherweise orkanartig werden. Wir machen so schnell wie möglich. Das heißt vierfach. Oder wie? So, da hinten, Das können auch Bojen sein, ne? Oder irgendwelche komischen. Am Moment, da ist ein bisschen. Das kann alles Mögliche sein. Ich fahre erstmal dahinter. Obwohl, da bin ich aus dem Suchgebiet raus jetzt, ne? Das kann es also nicht sein. Das hier ist mitten im Suchgebiet. Und das könnte ein größeres Etwas sein. Da flattern die Fahnen hier, mein lieber Herr Gesangsverein. Doing, doing, doing. Ja, also schauen wir mal. Das ist zumindest ein größeres Boot. Ich sehe die Yacht. Sie liegt schon sehr tief im Wasser. Ob es da noch Sinn macht, sie leer zu pumpen? Ja, ich hoffe mal, dass Bier ausgelaufen ist und dann würde ich das sofort leer pumpen. Und zwar mit dem Mund. Schauen wir mal. So. Man muss sich erstmal nähern, ne? Und da muss man so parallel sich irgendwie hindingseln und dann kann man pumpen. Ah, siehst du? Da, die Pumpe kann man übergeben. Da kann ich wieder meinen klassischen Witz machen. Pumpe übergeben. So, pumpt die jetzt oder was macht die? Muss mal gucken. Logbuch. Ich muss sie finden. Okay, ich muss schnell machen und versuche sie mit Pumpen zu retten. Das mache ich doch gerade. Woher weiß ich denn jetzt, ob die pumpen schon? Ich bleib einfach mal stehen, weil bleibt mir gerade eh nichts anderes übrig. Pumpt das jetzt oder was?
Ich klicke sie jetzt aber nochmal drauf. Oder muss ich näher ran? Ich weiß nicht mehr. Ich habe schon mal gepumpt. Ich weiß nicht mehr, auf was man da jetzt achten muss. Oder soll ich sie einfach abschleppen? Nee, da stand, ich muss pumpen. Ja, was ist denn nun hier? Wird da jetzt gepumpt oder wird da jetzt gepumpt? Oder soll ich die jetzt schon mal anhängen? Fragen über Fragen. Ah ja, habe ich schon geschafft. Super. Das kann nicht falsch sein. Aber was ist jetzt hier mit Pumpen? Okay. Was soll das denn jetzt? Neues Ziel verfügbar heißt das jetzt. Was? Soll ich jetzt zurückfahren oder was? Ja Mann, jetzt sagt mir halt, was ich machen muss. Verflucht. Blöder Dreck. Ich habe es jetzt angeleint. Ich pumpe auch, aber... weiß nicht. Ich ziehe einfach mal. Mal schauen, was passiert. Mehr als scheitert kann ich ja nicht. Pete! Was? Die Pumpe fördert nicht mehr. Es ist zu viel Wasser im Salon. Wir können das Sinken nicht mehr verhindern. Können wir sie längsseits festmachen? Nein, bei der großen Segeljacht gefällt mir das nicht. Dann müssen wir sie jetzt in flaches Gewässer schleppen. Hoffentlich sind wir noch nicht zu spät. Hier in der Nähe gibt's die Festmachtonne RT1. Die ist am Whitcliff in seichten Gewässer. Lass sie uns dorthin bringen. Jetzt pass mal auf, ey. Ich sag's nicht nochmal, ja? Ich heiß nicht Pete. Pete ist ein Kackname. Ich heiß Horst. Ich bin Horst, der Seenotretter. Nicht Pete, der Spastomat, ja? Das muss ich jetzt hier an der Stelle nochmal ganz klar sagen. So. Aber dem Typen haben sie anscheinend irgendwie, keine Ahnung, hat er vielleicht sein Gehirn bei der Organspende abgegeben. Deswegen kann sich der das nicht merken, gehe ich mal von aus. Und deswegen ist er bei den Seenotrettern und hat keinen anständigen Job. So, und das gibt jetzt wieder Dislikes, weil meine Leute, weil einige Zuschauer meinen Sarkasmus nicht verstehen. Ich werde das an der Stelle jetzt mal erklären. Für die ganz... ich sag mal, für die etwas sarkasmusresistenten Menschen. Ich mach nur Spaß, ja? Ich weiß, dass die Seenotretter was drauf haben, auch wenn das Schiff hier Hermann Makrele heißt. Die haben was drauf und die machen was und die leisten was und die sind gut, ja? Und die sind wichtig. Und ich sage noch was, ich werbe ja für dieses Spiel hier. Und wer das Spiel kauft, der spendet auch was für die Seenotretter. Das heißt, ich tue was für die Seenotretter. Begreift das doch mal, ihr Doofköppe. Mann. So, und da hinten, das sieht ganz schön stürmisch aus, ne? Ich fahre jetzt da mal drauf zu. Auf diesen grünen Nupsi. Bremen an Fuhrmann Söngen. Bremen an Söngen. Was gibt's? Uns wurde gemeldet, dass die La Vita gesunken ist. Verdammt, schwache Leistung. Das verstehe ich nicht. Ja? Abgesehen davon, dass ich nicht Pete heiße. Was habe ich denn falsch gemacht? Kann mir das jemand sagen? Ihr könnt in die Kommentare schreiben, aber das nützt nichts, weil... es nützt nichts, weil ich kann es jetzt gerade nicht lesen, versteht ihr? Das ist keine Live-Übertragung. Jetzt muss ich nochmal anfangen, oder was? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht, ey? So eine Dreckskacke aus der Mistpisshölle! Hermann Makrele, du kannst mich mal... wir sind übrigens hier schon im zweiten Kapitel, ne? Habt ihr das schon gesehen? Ihr habt ihr noch nicht gesehen. Pumpen, schleppen! Hätte ich schneller machen müssen. Okay, dann werde ich diesmal direkt sofort pumpen. Vormann Leis hier. Fresse, Leis! Ich weiß Bescheid. Ich weiß, dass ich die suchen muss. Halt die Klappe. Die Segeljacht La Vita hat auf UKW-Kanal 16 gemeldet, dass das Schiff nach Grundberührung stark Wasser... es wird dringend Hilfe benötigt. Wie lautet die Position? Ich habe leider keine Position. Wir vermuten sie zwischen Skidgard... das ist keine gute Grundlage, aber wir machen uns auf den Weg. Genau, mal ein bisschen schneller sprechen. Dann paddel mal halt nochmal raus. Blöder Dreck, ey. Versteht das einer? Also diesmal werde ich sofort pumpen und dann auch sofort gleich schleppen. Dann verliere ich nicht so viel Zeit. Aber wenn das nicht funktioniert, muss ich ehrlich sagen, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Naja. Ich bin halt kein richtiger Schiffskapitän. Ich bin halt irgendwie nur so ein scheiß Fischstäbchen-Captain irgendwie.
Also quasi so ein Captain für Sozialhilfeempfänger und Kassenpatienten. Na, das ist jetzt aber echt mal ärgerlich gewesen. Ja, also da stelle ich die Pumpe an, schmeiß die Leine hin und fahre sofort los. Oh, Moment. Da müssen wir doch mal ein bisschen... Hermann Marwede, wir beginnen mit der Suche nach La Vita. Einverstanden. Das kennen wir doch schon. Entscheidet selbst, wie ihr suchen möchtet. So weit kann die ja nicht sein. Bitte denkt daran. Innerhalb der nächsten... Die können bis morgen... Wir machen so schnell wie möglich. Was soll denn das überhaupt heißen? Sucht so, wie ihr wollt. Langsam? Schnell? Gründlich? Ungründlich? Schlag mich tot, ey. Also gut. Zweiter Versuch. Ich sehe die Yacht. Sie liegt schon sehr tief im Wasser. Ob es da noch Sinn macht, sie leer zu pumpen? War das ein Hinweis, ein Versteckter? Dass ich gar nicht pumpen soll? So. Fahre ich jetzt trotzdem mal hier direkt dran. Langsamer bitte jetzt, ne? Obwohl, eigentlich egal, ne? So. Bin ich nah genug dran oder habe ich das jetzt versackt, versaut? Moment, wo ist er dann überhaupt? Auf der anderen Seite? Frankl hat dann wieder überhaupt keinen Plan von gar nichts. Nupsi dran. Und ab geht die wilde Jagd. Weg hier. Bam. So, kann ich jetzt gleich wieder auf schnell stellen? Ich muss ja wieder zurück wahrscheinlich, so wie vorhin auch. Zu diesem neuen Ziel. Pumpt der jetzt schon? Ja, der pumpt schon, ne? So, noch schneller kann ich nicht. So, jetzt hoffe ich, jetzt kommt gleich die Meldung rein. Bla, du musst dort und dorthin, wo es seicht ist. Ach, jetzt geht wieder die Zeitraffer aus. Was ist denn das für ein Scheiß? Pete! Was? Horst! Die Pumpe fördert nicht mehr. Es ist zu viel Wasser im Salon. Wir können das Sinken nicht mehr verhindern. Können wir sie längs halten? Nein, bei der großen... Dann müssen wir sie jetzt in Flammen... Hier in der Nähe gibt's die Festmachttonne RT1. Die ist am Whitcliff in seichten Gewässern. Okay, wo war die jetzt hier? Bin ich ja schon. Wo ist die scheiß Tonne? Die hier oder was? Hier ist die Tonne RT1. Das dürfte zumindest die Bergung der Yacht später erleichtern, wenn sie jetzt sinkt. Schade um das schöne Schiff. Mach dir keine Vorwürfe. Die Meldung kam viel zu spät, keine Positionsangabe. Der komplette Salon, voll mit herumschwimmenden Textilien. Da kann man nicht gut pumpen. Du hast die beste Lösung gewählt. Ich bin mir da ja nicht so sicher. Jupp, 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 jupp! Mayday, Mayday, Mayday! Oh. Kymus Svenja erbittet Hilfe. Die Kümmel Svenja? Hört mich jemand? Mayday, Mayday, Mayday! Kymus Svenja erbittet Hilfe. Ach so, Funken. Alles klar. Mayday, hier spricht Hermann Marwede. Wir hören Sie, Svenja. Mayday, wir haben einen Brand im Achterschiff. Es sieht echt übel aus. Jetzt warte mal kurz. Ich muss gerade erstmal was anderes schauen. Muss die jetzt irgendwie da festbinden an dieser Tonne? Oder was muss ich jetzt machen? Oder ist sie schon abgeseilt jetzt? Oder abgeleint? Oder wie man das auch immer nennen mag? Ich habe keine Ahnung. Moment. Sind Personen verletzt? Das kann ich nicht genau sagen. Einige Besatzungsmitglieder sind aus Panik ins Wasser gesprungen. Verdammt, bei diesem Wellengang? Wie viel? Keine Ahnung, wir sind die ganze Zeit mit Brandbekämpfung beschäftigt. Sie müssen uns helfen. Ah, leck mich doch am Arsch hier. Wie groß ist der Brand? Er ist riesig. Das ganze Heck steht unter Rauch. Wir machen uns hier echt Sorgen. Ja, ich auch. Wie groß ist die Besatzung? Wir sind insgesamt zu 11. Auf der Brücke sind wir gerade 6 Personen. Ja, sind 5 reingehopst oder was? Wir sind unterwegs. Bitte beeilen Sie sich. Ich hoffe mal, die ist
Brand- und Schiffbrüchige. Das wird kein leichter Einsatz. So, die Seenotretter machen für heute Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ich sag bye bye, ciao ciao.